Hallo Ali, ich bin's wieder. Flipperstein Schmatz, der alte Knack aus dem Corona-Städtchen der Lenkbach im Wienerwald. Ich sitze schon wieder im Wohnzimmer, denn heute brauchen wir den Computer. Warum, sage ich euch gleich später. Zuerst hole ich mir mein Windows Phone Lumia 550, Windows 10 Mobile, ja super, mit den aktuellen Corona-Covid-19-Zahlen. Ui, jetzt habe ich da ein ganz illegales Ding erwischt. So, das darf ich euch nicht zeigen, da kann ich nicht schimpfen. Heute ist der 8.7.2020, Stand 17 Uhr. Wir haben insgesamt in Österreich 18.492 positiv getestete Personen an Covid-19. Das sind plus 83. Wir haben 668.220 durchgeführte Testungen. Das sind plus 8.071. Wir haben 1.086 Kranke inklusive Spital, das sind plus 57. Wir haben 681 Verstorbene. Wir haben 66 Personen im Spital wegen Covid-19, das sind minus 15. Und wir haben 11 Personen auf der Intensivstation und das ist plus 1. Und heute ist heute ist seit langem wieder mal ein Tag, an dem ich ganz genau weiß, worüber ich reden möchte. Ich weiß es so genau, denn ich habe heute versucht zu telefonieren mit einem bestimmten Unternehmen und ich mache jetzt kein Gewinnspiel draus, um welches Unternehmen es geht. Nein, ihr werdet es im Laufe der Sendung mitbekommen. Es ist folgendes, ich habe bei einem Kunden ja den Plan, ein vernünftiges WLAN zu machen. Und wenn ich ein vernünftiges WLAN mache, das auch einen gewissen Sicherheitsaspekt haben soll, dann gibt es dort ein Produktiv-WLAN, das physisch getrennt in WLANs ist, als das Gäste-WLAN, in das jeder mit seinem Handy rein darf. Klar, denn im Produktiv-WLAN könnte irgendein Gerät, das Viren schleudert, alles kaputt machen, während mir das im Gäste-WLAN ziemlich schnutzpiepegal ist. So, um das aber einzurichten, muss man zuerst die Modems umkonfigurieren. Denn wir wollen ja nicht jeden Computer im Haus neu konfigurieren und jede Scan-Vorrichtung neu einrichten. Nein, wir wollen einen Router umkonfigurieren, dass wir das 1-Modem, ja, und dazwischen dann eine vernünftige Firewall setzen. So, und deshalb habe ich es heute zum wiederholten Mal übrigens gewagt, die Firma A1 anzurufen, und zwar die Business-Abteilung. Zur Information, das ist die Abteilung, die für Firmenkunden zuständig ist. Firmenkunden mit einem sogenannten Business-Zugang. Das heißt, die bezahlen mehr für einen schlechteren Internetzugang, haben dafür Business-Service und sie haben eine fixe IP-Adresse, was auch immer das jetzt bedeuten mag. So, ich habe tatsächlich gewagt, A1 anzurufen und ich schaue gerade, wann das erste Mal war. Das war um 10.21 Uhr. Ich habe die Business Hotline angerufen. Ja, das ist eine andere als die, die ihr kennt. So, dann habe ich gleich mal die Information bekommen. Ja, jetzt sind wir gerade sehr gefragt, deshalb kommt es zu längeren Wartezeiten. Was möchtest du denn? Und bei der Business Hotline muss man nicht sagen Internetstörung, sondern da kann man eine Zahl drücken. Und da drückt man halt dann technische Themen, Nummer 2. So, und dann heißt es, wir sind gerade sehr gefragt. Voraussichtliche Wartezeit 25 Minuten. Okay, ja, dann hört man 30 Sekunden Musik und dann heißt es, bei uns müssen Sie nicht warten. Nein, wir rufen Sie zurück. Automatisches Rückrufservice, sagen die dann. Ja, möchten Sie rückgerufen werden, drücken Sie 1. Möchten Sie warten, drücken Sie 0. So, ich habe mal 1 gedrückt. Nein, Entschuldigung, ich habe mal 0 gedrückt. So, und dann habe ich mal gewartet. Und dann höre ich mir so, sagen wir mal, so ungefähr so um die 15 Minuten Musik an. Und dann sagen die doch, apropos, es ginge schneller auf A1.net, verwenden Sie doch den Business Chat. Wohlgemerkt, wir haben vorhin schon die Business-Abteilung angerufen und die Technik angerufen mit der 2. Und dann sagten sie, ja, der Chat ist schneller. Ja, und dann habe ich doch ernsthaft den Chat gestartet. Und wisst ihr, was der Chat geschrieben hat? Der hat geschrieben, Wartezeit 1-3 Minuten. Ich habe mir gedacht, ja fein, geht ja viel schneller als am Telefon. Habe ich das Telefon aufgelegt und habe da,
Ja, von und zu überhaupt habe ich da gechattet. Dass ich schon gestern bei eins angerufen habe und da einen Rückruf deponiert habe, habe ich schon erwähnt, oder? Der nie gekommen ist. Ja, okay, gut. Ich habe das da am Bildschirm. Ich muss da nur die Kundennummern zuhalten. Ja? Ich lese euch das jetzt vor. Hab mir nämlich Screenprints gemacht. Ha, bin ein gescheiter Kerl. Ich kenne mich ja schon aus mit eins. Hab das gescreenprintet. Ich lese es euch jetzt aber vor. Das hat den riesigen Vorteil, dass ich die Kundennummer nicht wegretuschieren muss. So. Willkommen im A1-Chat. Ihr persönlicher Berater ist gleich für Ihre Anfrage da. Vielen Dank für Ihre Geduld. Sandra hat den Chat betreten. Ich habe geschrieben, guten Tag. Herzlich willkommen im A1-Business-Service-Chat. Business-Service wohlgemerkt. Schön, dass Sie sich mit Ihren Anliegen an mich wenden. Ich bin jetzt gerne für Sie da. Ich brauche bei A1-Business-Beat der Firma Beep, Telefonnummer Beep, eine neue interne IP-Adresse am Modem. Jetzt ist sie 192.168.0.254. Am liebsten wäre mir 192.168.2.1. Kundennummer Beep. Jedenfalls brauche ich das WLAN deaktiviert. So, und jetzt hört zu, was die Antwort war. Da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Schaut mal mit. Dies geht nur bei unserer Technik telefonisch. 0800 664 800. Die Business-Technik-Hotline sagt mir, dass es keinen Sinn hat zu warten, da eh keiner abheben wird. Rückrufe finden meistens nicht statt und ich wurde aufgefordert, den Chat zu verwenden. Wir reden ja nicht von Endkunden. Es sind längere Wartezeiten bei der Technik, das stimmt. Jedoch gibt es im Chat keinen technischen Dienst. Wozu sagt dann das Tonband, wenn man die technische Störung durchwählt? Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht war es die private Technik, für die gibt es nämlich einen Chat. Nö, ich kann Ihnen den Screenprint des Anrufs schicken. Sind Sie noch da? Das war 4 Minuten später. Ja, ich bin noch da. Hab gerade nachgefragt, ob ich etwas verpasst habe. Aber es ist definitiv kein Business-Chat. Ich meine, es gibt keinen Business-Technik-Chat. Wisst ihr, was ganz oben steht? Ganz oben? Fällt mir jetzt erst auf. A1 Business Service. Okay, Service und Technik sind unterschiedliche Dinge. Ja, Service kann man ja auch beim Pferd machen. Mach mal einen Service beim Pferd. Da ist ja keine Technik involviert. Wobei, der Hufschmied ist den. So, wie geht's weiter? Verstehe. Ich frage ganz naiv. Angenommen, unser Business-Internet ist tot. Ich erreiche niemanden. Rückruf erfolgt, wenn überhaupt, irgendwann. Wie komme ich zu meinen vertraglichen Wiederherstellungszeiten? Rückrufe erfolgen in der Regel am selben Tag. Sie können es bei der Vertragsrechnung versuchen und sich dann durchstellen lassen. Hahaha, vielleicht sollten Sie das mal ausprobieren. Falls Sie nicht warten möchten. Jedenfalls weiß ich schon, worüber ich heute Abend auf YouTube sprechen werde. Schade, dass A1 in den letzten Monaten so nachlässt. Falls Sie nicht warten möchten. So. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Falls Sie es brauchen, meine Telefonnummer 0664 402 3000. Sie können gerne morgen nachfragen, wann der Rückruf erfolgt ist. So, und dann ist was Tolles passiert. Dann bin ich Holz schneiden gegangen. Und ihr könnt sicher sein, dass genau in dem Moment, wo ich Holz schneide, A1 zurückruft. Ja, und da muss ich jetzt mal, und das möchte ich euch jetzt ganz klar sagen, ich habe um 10.23 Uhr den Rückruf deponiert und um 11.11 Uhr, also nicht mal eine Stunde später, hat jemand zurückgerufen. Und sie haben mir aufs Tonband gesprochen. Ich werde mal schauen, ob ich euch das jetzt noch live vorspielen kann. Denn ich fürchte, ich habe es schon gelöscht. Aber schau mal, sind wir optimistisch. Ich rufe jetzt da die Dreibox. Ich habe ja keine Hemmungen. Schauen wir mal. Mit Lautsprecher am Windows Phone. Haha, das geht noch. Guten Tag. Wir haben keine neuen Nachrichten. Hauptmenü. Erste Nachricht. Engelmann. Nein, das war es nicht. So. Mein Rechner. Die Nachricht wurde
wurde gelöscht. Nächste Nachricht. Guten Tag, ein Rückrufservice leider haben wir bis jetzt nicht erreichen können. Bitte bei uns nochmal das Service Line probieren. Vielen Dank, wiederhören. Und die Nachricht erneut. Das heißt, ich soll nochmal die Service Line anrufen, wo keiner abhebt. Die mir dann sagt, ich soll den Chat verwenden, wo mir keiner helfen kann. Super, oder? So. Ich hätte keine Hemmungen. Sie hätten ja nochmal anrufen können, ja. Oder eine Durchwahl da lassen. Nö, nein, nein. Oder Sie hätten mich im System vermerken können, dass wenn ich wieder anrufe, gleich durchgestellt wäre. Wäre überhaupt kein Problem technisch, ne? Wir haben ja die Nummern übertragen. So, na, ich habe nochmal angerufen. Ja. Und ich habe 13 Minuten gewartet. Ja. Und dann hat er abgehoben. Und ich, ja, schön, dass ich Sie erreiche. Es geht um die Kundennummer. Piep, piep, piep. Leitung unterbrochen. Cool, oder? Ich muss sagen, ich habe glaube 3 seine Katastrophenverein. Aber 1, wow. Und wisst ihr was? Ich sage mal das. Wenn ihr wissen wollt, wie sowas funktioniert, ruft es bei Netgear an. Ruft es bei Netgear an und sagt, Düt, hab ein Problem. Dem innerhalb von 2 Minuten ab. Und da kennt sich einer aus und der tut was und der hilft. Also, ich sag's euch. So einen Verein habe ich gefressen. Ich persönlich habe eins schon vor langer Zeit gekündigt. Ich war in meiner Lehrzeit, ich habe 1994, glaube ich, begonnen zu lernen ungefähr, habe dann sehr bald darauf mein erstes Handy gehabt mit einem Nokia 2110, transparent. Ich habe es noch im Lager, gibt es im Kindergarten zum Sehen. Nur den Akku nicht mehr, weil der hat ganz schlimme Sachen gemacht, da wollen wir nicht mehr sehen. Ich habe es aber probiert, das funktioniert auch. Und das war diese Rufnummer, die 0664 402 3000. Die habe ich, seit ich 17,5 bin. Da habe ich mit dem Geburtsdatum geschummelt. Ich habe selber meinen Vertrag ausgefüllt. Ich war ja bei Niedermeyer. Ja, und seitdem bin ich bei 1 gewesen. Und ich war dort bis der Krieg der Mobilnetzbetreiber One Max Mobil A1 gelaufen ist und dann ist Telering dazugekommen und ich war noch immer bei 1, obwohl A1 mit Abstand die teuersten waren. Aber die haben funktioniert und irgendwann haben sie dann nicht mehr funktioniert und das ist noch nicht lange her, vielleicht 5, 6, 7 Jahre, sowas. Schauen wir jetzt live, wann war denn Orange in Österreich? Ha? Dann wissen wir es, denn Orange war ich dabei. Also ich mache das jetzt live, ich könnte die Verträge raussuchen. Orange Österreich. Die Orange haben dann das One übernommen, sozusagen. Orange Austria. So, schauen wir mal. Die Orange Austria Telekommunikations GmbH, ehemals One GmbH und davor Connect Austria, war der drittgrößte Mobilfunkbetreiber Österreichs, in dessen Netz mehr als 2,1 Millionen Kunden telefonierten. Am 22. September 2008 wurde One Orange. Seit 1. Juli 2013 war Orange in Österreich eine Marke der Hutchinson 3. Und am 18. August 2013 ist die Marke gänzlich aus Österreich entfernt worden. Das heißt, ich bin seit 2012 bei Orange gewesen. So, bis 2012 war ich bei 1. Das heißt, von 1995 bis 2012. Eine ganze Zeit. Und dann bin ich weggegangen. Ja. Ich erzähle jetzt nichts über Max Mobil, denn die waren eine Katastrophe. Da war ich auf den Events, da kenne ich mich aus. Ja, und kurze Zeit später habe ich mich dann auch von meinem Festnetz 1 getrennt. Und ich bin zu Tele2 gegangen, das war ein Horror. Also Tele2 war Horror. Und wisst ihr was, das gehört jetzt zu 3 und es ist nicht besser geworden. Und ich habe heute, also ich habe schon länger, habe ich das erzählt, Festnetz gekündigt. Und wenn alles richtig funktioniert hat, wird, wenn ich jetzt mein Festnetz anrufe, nichts mehr passieren, weil nämlich Tele2 schon abgedreht hat. Und in einer halben Stunde, wenn ich dann den OFN angeschlossen habe wieder, dann wird es wieder funktionieren. Schauen wir mal. Ich rufe das jetzt live mit Lautsprecher an. Eitler Spielbus. Ich rufe mich selber an, ist das toll. Ich rufe mein Festnetz an und mein Handy läutet. Ich bin begeistert. Das heißt, ich habe ab sofort meine Festnetznummer am Handy. Ja, so schaut's aus. Nichts mehr mit. Ich kann es aber nicht mehr auflegen. Jetzt ist vorbei. Das bringt zwar das Windows-Volumen, aber endlich kann ich nicht mehr auflegen. Super. Ich telefoniere jetzt mit mir selber. Ich kann nicht mehr auflegen. Tut mir leid. So.
Mal schauen. Wir warten mal. Eine Stunde, 2 Stunden trennt Orange. 3 trennt nach 2 Stunden die Telefonleitung. Weiß ich von Fernwartungen. Einsatz nach 60 Minuten, Mann. Ja, jedenfalls Riesentheater. Das geht jetzt, jetzt ist mein Handy echt. Also das irritiert mich jetzt von und zu überhaupt. Jetzt ist es weg. Das dauert noch ein bisschen. Ja, ich bin entsetzt von eins. Ich meine, ich war dabei. Ich war dabei wie Highway 194, so hat die Internetabteilung früher geheißen, mit der Martina Bubitel. Das war eine gute Geschäftsfrau. Wie die das Speed auf den Markt gebracht haben, das ADSL, wie die Chat2Web, wie kann man so ein Unternehmen nennen, Chat2Web gegründet haben. Ja, ich war dabei, ich war Vertriebspartner. Ich war dabei, wie wir DSL-Anschlüsse mit 30 Stunden monatlicher Maximalnutzung hatten. Wie wir türkise Rochen als Modems hatten. Da war ich immer dabei. Ja, so alt ist der Knacker. Und es gab gute Dinge. Und jetzt gibt es nur mehr schlechte Dinge. Und jetzt drücken sie den Kunden das Hybrid-Zeugs rein. Und das funktioniert ja von und zu überhaupt manchmal gar nicht. Ja, und da gibt es keinen, der sich auskennt. Das muss man jetzt mal ganz klar dazu sagen. Entsetzlich. Ja, apropos Hybrid. Da wollte ich doch einen Termin bei jemandem machen. Hat sich nie wieder gemeldet. Vielleicht hat sie sich doch überlegt. Also ich wollte nur sagen, Frechheit. Ja. Leider gibt es viele Bereiche, wo nur eins geht. Aber ich muss euch sagen, mit diesem mobilen Festnetz, 7,50 Euro im Monat, das ist die Hälfte vom Festnetzprodukt. Und dann läutet aber das Handy. Überlegt euch das. Ist nicht so blöd. Okay, 9 Euro mit der Steuer. Aber noch immer die Hälfte vom Festnetz. Und ich gehe mal davon aus, wenn ich das mobile Festnetz habe, zahle ich praktisch keine Gesprächsgebühren. Ich habe es jetzt noch nicht. Ich werde es jetzt austesten. Ich werde jetzt selbst persönlich schauen, was das kostet, wenn man von denen wegtelefoniert. Was man ja eh nicht tut, weil es läutet ja das Handy. Und dann telefonierst du automatisch vom Handy weg. Also hast du am Festnetz vielleicht auch noch einen Anrufbeantworter. Oder auch nicht. Ja, ich habe dann einen Schnurlos. Und wenn ich im Kindergram im Büro sitze, habe ich ein Gigaset A15 stehen. Und dann kann man mich, wenn man mich am Festnetz anruft, läutet das und dann kann ich abheben und sage, hallo, willkommen in der Vergangenheit, ich telefoniere am Festnetz, auch wenn es ein OFN ist. Ja, so, ich habe jetzt genug aufgeregt, das haben wir gegessen, ich habe heute Holz geschnitten, ich habe das Holz, den Tagesbunker voll, das war nicht lustig bei der Hitze, ich habe dann so einen richtigen Durchhänger gehabt, energietechnisch. Gefrühstückt habe ich gefrühstückt. 3 Bissen von einem Hummusbrot. Und das Brot habe ich gestern gemacht und der Hummus drauf war überhaupt nicht lecker, habe ich aufgehört. Dann haben wir Kalebu-Brot gegessen mit Alsaan zur Jause. Und dann habe ich gemacht Zucchini mit Basilikum war das. Basilikum, frischen, von Kulturgemüse geschnipselt, die Zucchini auch. Und ein bisschen Halloumi in die Pfanne. Und es hat sehr kreativ geschmeckt, muss ich jetzt sagen. Also eher nach Tee, aber ja. Was soll man machen? Haben wir gegessen. Ich habe nicht unnötig viel gegessen. Und dann habe ich noch 8 Rouschi gegessen. Und ich glaube, es werden heute noch 16 werden, denn es sind noch welche im Kühlschrank. Ja, in diesem Sinne. Ich hoffe, euch geht es so gut wie mir. Und ich hoffe, ihr habt auch so Spaß, wenn ihr mit der 1 telefoniert oder schreibt. Rückrufservice. Wie kann man sowas? Noch besser. Vor ein paar Tagen habe ich angerufen bei 1. Guten Tag, im Moment können wir leider nicht mit Ihnen sprechen. Versuchen Sie es ein anderes Mal wieder. Ich meine, hallo, kundenorientiert, oder? Nicht mal, ja, Sie können jetzt warten. Es wird zwar 2 Stunden dauern, bis wir abheben, aber Sie können warten. Nö, Sie können nicht warten. Wir reden nicht mit Ihnen. Sie sind ein zahlender Kunde. Haben Sie uns gern. Obstgarteln Sie uns. Grüßen Sie den Alexander Business von uns. Also ich meine, ja, so viel zum Entsetzen. Und ja, ich habe ein neues Projekt am Laufen. Mal schauen, ob das was wird. Ein kleines Projekt. Aber wenn es was wird, wird es lustig. Würde mich sehr freuen. Es wird nichts werden, weil da bin ich auf einen anderen angewiesen und das klappt meistens nicht. Aber ja. Und ich habe mit dem Hendrik Ludwigsen gemailt, von dem ich ja diese Lego-Schienengeschichte habe. Und habe wieder ein paar Lego-Sets erkannt, informiert bekommen, die mit Zug zu tun haben. Keine Zugsets im klassischen Sinne, aber die damit zu tun haben. Die muss ich jetzt auch bestellen. Ja, so ein Stress. Und den Legoland-Zug habe ich bestellt. 2-mal, weil es gibt ihn exklusiv und noch exklusiver. Und jeder kostet 400 Euro. Aber sonst kann der Hendrik ja sagen, du hast nicht alle Zusätze.
Und ich werde ihm sagen, doch, Hendrik, ich habe alle zugesetzt. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann. Drüben im Meitle Kinderkram. Aber erst viel später dann.